fantastic. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Winifred. Und wir haben heute mal wieder eine Trollbase. Ich habe eine Trollbase gebaut mit dem Mobile Community Account, der frisch erst umbenannt wurde. Und ich würde sagen, wir gehen mal sofort rein. Und ich werde jetzt mal ganz kurz eben das schreiben. Also, ich fordere jetzt heraus, ich habe die Trollbase gebaut. Und dann wird der Apple Man. Ich glaube, Apple Man wollte mich angreifen, genau. Hast du noch ein Gift für mich? Nein. Ich habe kein Gift, aber warte mal. Ich schreibe jetzt mal eben ganz kurz und ich mache eben kurz einen Cut und sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt herausgefordert mit Mobile Community, wer schnappt sich das DE-Lager? Und wir können da mal ganz kurz drauf gucken. Wir spähen mal. Oh, die Base ist übel. Ja, ganz kurz, während wir jetzt hier noch das sehen, bis jemand angreift. Wir haben uns leider nicht gefunden im Clankrieg. Der Clan von Willi und meiner, aus Freunden werden Feinde, hat leider nicht geklappt. Wir werden es nochmal probieren. Jetzt haben wir leider einen ziemlich OP-Gegner bekommen im Clankrieg. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich kann ja mal ganz kurz drauf gehen. Wir haben den Clan bekommen, Haven. Aber das Problem ist, wir sind jetzt hier unten. Hier unten sind die ganzen Low-Accounts, 5 Stück. Und der Gegner hat unten keine Low-Accounts. Und ich weiß nicht genau, wie Supercell das macht mit dem Matchmaking, aber es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, beim nächsten Mal nehmen wir einfach 10 Low-Accounts. Vielleicht funktioniert es dann. Aber wie dem auch sei, wir warten mal eben kurz, bis sich jetzt hier jemand entschieden hat, mal anzugreifen. Und dann werde ich direkt reingehen. Und werde es auch gleich selber noch probieren. Ich habe mir extra eine Armee ausgebildet. Eine, ich sag mal, Lavalunien-Armee. Aber, oh, es greift jemand an. Okay, direkt rein. Also, der Appleman mit Valkyren. Ich bin gespannt. Er versucht's mit Erdbeben. Ja, ich versuch's gleich mal anders. Aber es reicht nicht für die letzte Reihe. Okay. Ja, da spekuliere ich natürlich drauf, dass es jemand von der Seite probiert. Aber wir werden mal sehen. Jetzt kommen die Valkyren. Ich muss doch irgendwo eine Riesenbombe hingelegt haben. Ja gut, ja klar, er holt das Rathaus. Aber, meine Freunde, es geht um das Dunkle. Ja, da kommt nämlich der Tesla raus. Habe ich irgendwo eine Riesenbombe? Ach komm, lass mich irgendwo eine Riesenbombe haben. Ah, ein Tellereisen. Ja, jetzt ist die Adler-Dev gleich kaputt. Oh, da ist eine Riesenbombe. Aber sie laufen alle nach außen, ne? Sie laufen alle nach außen. Oh, jetzt sogar Max-Valküren. Der Appleman. Jetzt kommen die Clan-Truppen. Wutzauber. Er wird auch 2 Sterne holen, denke ich mal. 38er Königin, 35er König. Nicht schlecht. Aber der hat echt, Alter, gar nicht mal schlechte Truppen, ne? Beziehungsweise Helden, Maxed Warden. Allerdings, was sehen wir dort in der Mitte? Was strahlt uns da in der Mitte an? Das dunkle Elixierlager. Ja, das hat jetzt bisher nicht geklappt. Ich bin mal gespannt, ob es noch jemand schafft, das Lager sich zu schnappen oder nicht. Oh, das wird noch interessant. Er geht jetzt außen noch her, schnappt sich noch was. Vielleicht hat er noch einen Schuss auf das Lager, wer weiß. Vielleicht hätte er jetzt auch mit seinen Truppen warten sollen oder so. Oder hat er schon aufgegeben? Mach mir einen noch Magierbogen rein, Mami. Mach mir noch einen Magier rein. Ah, wobei, wenn er sich alles schnappt... Oh, das reicht. Wenn er sich alles schnappt mit seiner Königin, dann wird er gleich ganz zwangsläufig in die Mitte reingehen. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich muss eine Königin zerlegen, bevor es zu spät ist. Aber es reicht von der Zeit, der vielleicht nicht... Komm. Geh auch schon mal auf den Warden. Der Warden lebt immer noch. Ah, Mist, der Warden lebt immer noch. Ganz knapp. Komm, mach den Warden kaputt. Oh, das wird jetzt schon richtig, richtig knapp. Ah, 57 Sekunden hat er noch, 56. Oh Gott, das wird richtig eng. Ah, die Königin ist natürlich auch sehr stark. 50 Sekunden. Oh, komm. Lauf jetzt noch mal den Bogen. Lauf den Bogen nach außen, genau. 44, das reicht. Verdammt noch mal. So, gerade eben wird's reichen. Wobei, sie muss schon ziemlich viele Mauern kaputt machen, ne? Wo läuft sie hin? Wo läuft sie denn hin? Ja, genau, was ist das denn für ein Cheater? Was bist du denn für ein Cheater, Mann? 19? Ah, so knapp geschlagen, verdammt. Nein. Ach Mann, mit dem ersten Versuch, so knapp. Ich kann jetzt auch leider nichts an der Base verändern. Ich hätte unten vielleicht noch eine Riesenbombe hinlegen sollen, aber natürlich nicht schlecht, hat er nicht schlecht gemacht. Die guten Aussagen, die Helden sind natürlich auch schon recht stark.
Ich will es aber selber auch mal probieren. Was habe ich denn für Truppen? Habe ich schon die richtigen Truppen? Ich habe 180 gerade mal, 16 Ballons, 20 Minions, 2 Lavahunde. Soll ich noch einen Lavahund bauen? Ich weiß nicht, ob ich 2 Luftabwehren hinkriege oder 3. Ansonsten paar Ballons auch noch. Wir können doch nochmal. Ziemlich lucky, mein Freund. Ziemlich lucky. Es war eine Zeitfrage. Wir können gerne noch einen herausfordern lassen. Also, bis gleich. Oh, okay. Ja, das wird schon nix. Mona versucht's. Ich glaube nicht, dass es was werden wird. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird sie mich eines Besseren belehren. Wir können dann aber schon mal. Währenddessen können wir ja schon mal gucken, wo die Luftabwehr sich befindet. Relativ weit außen überall. Ja, das könnte reichen. Das könnte gleich reichen. Sie sprengt. Sie macht's aber besser mit den Erdbeben. Sie sprengt ziemlich gescheit auf. Ich bin gespannt. Vielleicht wird sie es wirklich schaffen. Ich bin gespannt. Also, man sollte niemanden abschreiben vorher. Allerdings, die Packer werden jetzt gleich schon mal auf den Sack bekommen von der Adlerdev. Aber ich glaube, von der Seite es zu versuchen, ist, glaube ich, auch schlauer. Jetzt kommen die Ballons. Okay. Jetzt kommen die schweren Geschütze hier. Habe ich da irgendwo vielleicht noch eine. Oh, da ist zumindest noch mal eine Luftbombe. Das ist schon mal nicht schlecht. Der kommt schon mal nicht durch. Da ist die Riesenbombe. Mauerbrecher. Okay, deine Mauerbrecher läuft in die Mitte. Der Turm ist. Der Magierturm ist nicht down. Oh, er kommt fast durch. Oh, er, hätte sich der Packer da anders entschieden, wäre es down gewesen. Was macht der Packer? Oh, das war ärgerlich. Das war ärgerlich für Mona. Der hätte sich fast geschafft. Ah, knapp. Hätte sie es fast geschafft. Er ist fast durchgekommen. Jetzt schießt die Adlerdev noch auf die Außen, auf den Packer außen. Ey, der eine Packer, wenn der sich entschieden hätte, in die Mitte zu laufen, anstatt nach rechts, dann hätte sie es geschafft. Ja, knapp. Knapp Kiste. Ja, gut. Ja, klar, es ist natürlich eine Base. Wenn du wirklich alles so in die Mitte reinproppelst oder beziehungsweise alle Mauern da in der Mitte verbrätst, ist klar, dass du dann eine relativ schwache Base hast im Endeffekt. Aber hat sie doch ganz gut gemacht. Und jetzt will ich es auch natürlich selber mal probieren. Moment, ich muss mich jetzt mal eben selber herausfordern. Bis gleich. So, jetzt versuche ich mein Glück auch mal. Wobei, die sind alle auf Luft, ne? Die sind alle auf Luft gestellt. Egal, wir probieren es jetzt mal. Ich habe 22 Ballons. Das bedeutet, ich kann im Grunde erstmal die Luftabwehr auf allen Seiten. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich jetzt mal auf allen Seiten ausschalten. Und mal gucken, was wir da reißen können. So. Und Luftabwehr 1 ist down. Ja, jetzt noch. Ja, der ist auch down. Das ist. Komm. Oh, die splitten sich schon auf. Jetzt ist allerdings das Problem, dass wir jetzt schon. Das könnte ein Problem werden. Warte mal, wir gucken mal nach. So. Hier nehmen wir jetzt mal ein paar mehr. Da kommen nämlich schon die Minions aus der Klarenburg. Das gefällt mir nämlich jetzt gar nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wo fliegt der Lavahund hin? Wobei, wenn ich die beiden weg habe. Ich will eigentlich nur das Dunkle haben, ne? Könnt ihr nicht mal eben ganz schnell das Zeug wegmachen? Was mache ich jetzt? Ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nehme ich noch einen Lavahund? Ach komm, wir nehmen noch einen Lavahund. Wir probieren es nochmal aus. Wenn jetzt da schon mal gleich die Luftabwehr weg sein sollte. Nein, sie ist nicht weg, weil die falsch fliegen. Sie ist nicht weg, weil sie falsch fliegen. Jetzt habe ich gleich das Problem. Oh, jetzt haben wir nämlich die. Flieg doch nicht an der Luftabwehr vorbei! Fliegt doch nicht an der Luftabwehr vorbei. Was stimmt denn mit euch nicht? Oh, da sind sie unterwegs. Ist der gleich weg? Deinen. Da. Überall schon was hinpflanzen. Da ist die Luftabwehr. Okay. Jetzt muss ich außen schon was. Ich habe auch nur noch 1 Minute 27 Zeit. Jetzt wird es gleich echt ein Problem. Was mache ich jetzt? Werden, denke ich mal, alle außen rumlaufen. Oh, jetzt kommen die Riesen aus der Klarenburg. Aber ich habe noch meinen One. Und sobald jetzt gleich die Adlerdev schießt, kann ich schon mal ihn zünden. Jetzt. Ich hab Bowler, genau. Noch Bowler in der Klarenburg. Sehr gut. Komm. Ja. Mal gucken. Ich kann absolut gerade gar nichts machen. Ich bräuchte ein paar mehr Erdbebenzauber. Das können wir gleich noch machen. Das können wir gleich noch justieren. Oh, nochmal eben gefrieselt. Es wird nicht reichen. Wir laufen alles jetzt außen ab, aber kriegen natürlich jetzt dadurch dann den. Wir kriegen dadurch das Lager nicht, ne?
Ich bin getrollt worden von meiner eigenen Base. Heftig. Ich bin von meiner eigenen Base getrollt worden. Aber ich habe schon einen Plan, natürlich. Wer mich kennt, weiß, ich habe schon einen Plan, wie wir das gleich hinbekommen werden. 68%. Ja, der Warden lebt noch. Die Königin ist jetzt gleich vermutlich relativ zeitlich down. 20 Sekunden noch. Ach Mann, ärgerlich. Ärgerlich. Ah komm, ich gebe auf. Oder wir müssen nicht aufgeben, wir sind sowieso fertig. Ich werde es nochmal probieren. Ich habe nämlich jetzt einen Plan. Ich habe jetzt den Masterplan mir geschmiedet. Passt mal auf. Wir brauchen dafür, warte mal, das muss weg. Wir brauchen 1, 2, 3. Dann brauchen wir, was haben wir denn noch hier? Wir brauchen den weg. Habe ich jetzt genug freigemacht? Wir nehmen noch einen davon. Okay, jetzt habe ich den Plan. Also, ich fordere mich nochmal raus. Bis gleich. Okay, ich versuche es nochmal. Oh, ich habe noch 15% Akku. Das sollte reichen. Da auf der einen Seite die Adler-Dev ist und ansonsten auch nicht so viel. Wir werden jetzt mal von zwei Seiten vorgehen. Zack, zack, zack. Weit gesplittet. Und jetzt die schon hinterher. So, jetzt ist Adler-Dev schon bitte kaputt. Mach die Adler-Dev kaputt. Komm. Jetzt ist doch zu lange. Jetzt ist sie kaputt. So. Jetzt alles so weit wie möglich schon auf der einen Seite wegmachen. Bitte alles wegmachen, soweit es geht, damit ich da schön Platz habe. Komm. Holt euch noch den Inferno-Turm. Nein, der Inferno-Turm lebt noch. Aber das ist egal. Ich habe die Vermutung, dass wir da durchkommen könnten. Okay, wie viel brauchen wir denn hier? Reicht das? Oh, wir sind durch. Okay, wir sind auf der Seite durch. Der Inferno-Turm ist gleichzeitig auch mit down gegangen. Da vorne lebt noch was. Jetzt kommen unsere schweren Truppen. Bitte. Habe ich den König gesetzt? Ah, König sollte ich vielleicht auch mal hinterher setzen. Ja, sie laufen in die Mitte. Ja, sauber. Sauber, er läuft in die Mitte. Lauf, mein kleiner Freund. Lauf, schnapp dir das Lager. Sauber, schnapp es dir. Freeze! Nein, du hältst mich nicht auf! Oh, es wird knapp! Weil nämlich der Minenwerfer gleich noch schießen wird. Ich muss es riskieren mit allem, was ich habe! Okay, es könnte reichen. Komm! Du schaffst es! Kleiner Bowler, Mann! Oh nein, das wird nicht reichen! Nein, komm! Bowler, einen Schuss noch! Einen noch! Oh, das wird echt knapp! Nicht sterben! Jetzt komm! Du hast es! Ah, oh, sauber, er hat es zerstört. Er hat das Lager zerstört. Also so muss das doch aussehen. So muss das in der Mitte aussehen. Alles außenrum. Ah, die meisten Sachen leben noch, aber innen drin, das Zeug lebt noch. Und jetzt kann ich auch beruhigt schon mal aufgeben. Wir haben es geschafft. Wir haben das Lager in der Mitte zerstört. Oh Gott. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode von Clash of Clans. Mit Fred um 17 Uhr geht's weiter. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaltet. Ich hole mir das mal einen Kaffee. Es ist Sonntagmorgen. Zeit für einen Kaffee und wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Gratis wie in der Beschreibung. Und dann sag ich mal bis 17 Uhr bei einer neuen Folge Clash of Clans oder Clash Royale mit mir, Fred. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.